Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit einem weiteren Teil der drei Bücher, die Reihe. Ich habe einen wunderbaren Tag bei der lieben Fabienne entdeckt und zwar mit ganz verschiedenen Tag-Fragen zum Thema Elixiere. Ich verlinke ihr Video mal unten in die Infobox. Und die liebe Fabienne hatte mich auch getaggt und bereits bei der ersten Frage konnte ich mich überhaupt nicht für ein Buch entscheiden, denn mir sind direkt 3, 4, 5 Bücher eingefallen, die auf die Frage gepasst hätten. Also Bücher, die du gerne aus einer anderen Perspektive gelesen hättest. Und da dachte ich mir, warum nicht die Frage aus dem Tag aufgreifen und ein 3-Bücher-Die-Video daraus machen. Ich hoffe, ja, dass es mir keiner übel nimmt, dass ich jetzt hier wirklich mit 3 Büchern daherkomme, obwohl natürlich die Frage eigentlich nur ein Buch impliziert. Aber ein Buch wäre ein bisschen wenig gewesen. Ich weiß noch nicht, ob ich den Tag grundsätzlich noch mitmache oder mir vielleicht da Fragen auch einfach nochmal ein bisschen herauspicke. Es gab auf jeden Fall noch 2, 3 andere spannende Fragen und wer weiß, vielleicht verpacke ich das auch so ein bisschen hier drin. Denn die Idee, sich zu überlegen, welche Geschichte man gerne aus einer anderen Perspektive gelesen hätte, finde ich tatsächlich sehr spannend. Und mir sind, wie gesagt, wirklich so eine Handvoll Geschichten eingefallen. Ich habe mich jetzt aber auf 3 beschränkt, weil so ein bisschen in den Regeln der Rahmen des Rahmenprogrammes oder wie auch immer sollte man ja sein. Ich starte mit, ja, Harry Potter. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Perspektiven, die wir gerne neben Harrys Perspektive gelesen hätte. Ich wähle hier explizit Albus Dumbledore. Ja, warum nehme ich Professor Dumbledore? Weil ich der Meinung bin, dass das so viel auch im Hintergrund gelaufen ist, dass er unterwegs war, auf Reisen war, in Gesprächen mit dem Minister war, recherchiert hat, ja, irgendwelchen Spuren gefolgt ist und ich glaube, dass das wahnsinnig spannend war. Ich glaube, bei Band 1 und 2 vielleicht eher noch so ein bisschen geringer, aber spätestens ab Band 3 oder gar ab Band 5, wenn wir dann auch im Phönix des Ordens unterwegs sind, würde das auf jeden Fall spannend sein. Und ich fand Dumbledore immer eine, oder ich finde ihn eine etwas geheimnisvolle, ja, Charakterzeichnung. Ich finde, er hat eine etwas geheimnisvolle Charakterzeichnung, weil uns zwar schon die Motivation mehr oder weniger klar ist, aber eben nicht immer, warum dann so gehandelt wird. Und ja, natürlich würde man dieses Rätsel dann hintenrum herausnehmen, aber ich glaube auch einfach, dass so viel passiert ist, was er Harry eben einfach nicht erzählt hat und was aber wichtig war im Hintergrund, dass das so gelaufen ist. Und auch mit den Rückblicken zu Grindelwald könnte man wunderbarst so erzählen oder auch die Vorgeschichte sozusagen mit einbauen von Tom Riddle alias Lord Voldemort. Also ich würde gerne die Perspektive hier von Dumbledore lesen. Es müssten ja keine 7 Bände sein. Wahrscheinlich würde da eine Trilogie reichen, aber das fände ich tatsächlich super, super spannend. Natürlich auch spannend, grundsätzlich wären sowieso die Charaktere, die auch vor Harry Potter sozusagen da waren. Also jetzt, wenn man natürlich von den Rumtreibern ausgeht, wo wir ja auch 3 Perspektiven hätten, wir könnten natürlich auch die Weasley-Familie komplett im Grunde erzählen. Aber ich glaube einfach, dass da zum Beispiel gar nicht so viel während der Geschichte selbst passiert ist, was wir nicht wüssten, weil uns natürlich Ron hier immer auch auf den Laufenden gehalten hat. Also hier würde ich gerne wissen, was Dumbledore gemacht hat, wenn er nicht die wenigen Momente mit Harry im Gespräch verbracht hat. Und ist diese, ja, Hausausgabe für Gryffindor im Englischen nicht wirklich wunderschön. Also ich bin da wirklich ein großer Fan. Also gefällt mir gut. Da oben, ihr seht es nicht, steht der 2. Band dann auch noch in Ravenclaw-Blau. Also ach, schön. Schade, dass es die nie ins Deutsche geschafft hat. Aber gut, es ist manchmal, wie es ist. Ja, wir bleiben ganz absichtlich bei Büchern, die irgendwie rot sind. Und zwar, ja, Tribute von Panem von Suzanne Collins. Wir haben hier die Geschichte ja aus der Ich-Perspektive von Katniss Everdeen erzählt bekommen. Und es ist eine wahnsinnig gute, gelungene Dystopie, die mich immer wieder begeistert und fesselt und packt. Egal, ob ich sie rereade. Ich glaube, ich habe sie insgesamt 3 oder 4 Mal gelesen. Ich habe auch die Filme gefühlt. Alle 2 Jahre schaue ich mir die mal an und ich bin ein großer Fan. Und ja, auch hier haben wir sehr viele Perspektiven, die ich spannend finde. Angefangen vielleicht vom Professor, nein, nicht Professor Snow, vom Präsident Snow. Weiterführend vielleicht auch zu Gale, der ja ihr Jugendfreund, also wirklich ihr platonischer erstmal ist. Ich entscheide mich hier aber für Primrose Everdeen, für die Schwester von Katniss, denn die kann uns natürlich, sie ist nah an der Perspektive von Katniss dran, sie ist aber dennoch weit weg. Also sie kann uns viel neutral mit Gefühl aber erzählen
Und ich glaube, dass Prims Geschichte, gerade wenn sich eben diese Wege auch erstmal trennen, weil eben Katniss in die Hungerspiele geht, weil sie danach auf Reisen muss, weil sie dann, wenn sie ins Haus der Sieger ziehen und so weiter, da ist natürlich immer so ein, ja, eine gewisse Verbindung, aber sie lebt natürlich ein ganz anderes Leben abseits der Rebellion, obwohl sie dann doch irgendwie natürlich auch der Anstoß dafür war, dass Katniss überhaupt in die Hungerspiele gegangen ist. Und ich glaube, dass diese Perspektive von Primrose wirklich spannend wäre zu sehen, gerade wie sie es eben auch als sehr junges Mädchen erlebt, auch das mit dem Vater, mit der Schwester, was eben die Gespräche vielleicht sind zwischen ihr und der Mutter, wenn Katniss in den Hungerspielen ist, was dann sich eben auch verändert für sie, wie sie sich vielleicht kontrollierter und überwachter vorkommt, dann eben auch, wenn es ja Richtung zweiter, dritter Teil nochmal ganz woanders hingeht, wie wird sie da aufgenommen, wie empfindet sie das? Ja, also ich glaube, dass hier wirklich ganz viel Potenzial wäre, um die Geschichte von Primrose zu erzählen. Ich würde tatsächlich auch gerne die Geschichte vielleicht von jemand Unbekannteren lesen, aber da ist natürlich dann der Bezug schon ein bisschen schwierig zu fassen. Ich glaube, die gewisse Nähe, die eben Primrose hier zu Katniss hat, ich glaube, die könnte es gut machen, weil wir natürlich eine andere Perspektive haben, aber emotional ist Primrose, also Prim, ja trotzdem eingebunden. Ich fände auch die Geschichte von Finnick O'Dea toll, einfach weil das so mein Lieblingscharakter aus dieser Reihe ist. Aber ich glaube, dass er uns doch viel erzählt hat, seit seinen Hungerspielen, was passiert ist, sodass da gar nicht so viel Neues passiert. Spannend wäre natürlich auch noch der Spielmacher ab Band 2. Aber ja, das ist wahrscheinlich eine etwas schwierigere Perspektive. Also ich würde hier gerne von Primrose lesen, wie sie das im Grunde empfunden und ja, was da passiert ist, wenn Katniss eben nicht gerade da war und uns das erzählen konnte. Und als drittes Buch, das war eigentlich tatsächlich das Buch, was mir als erstes eingefallen ist, wo ich erst dachte, es ist so abstrus, das kann ich überhaupt nicht nehmen. Und dann dachte ich, doch, eigentlich schon. Und zwar Nevernight, wie ihr seht, auch wunderbar rot. Ich hätte gerne die Geschichte aus der Sicht von Herrn Freundlich, also der Schattenkatze, die wir ja auch hier im Grunde schon sehen. Ich bin ein großer, großer Fan der Nevernight-Reihe. Es ist wirklich eine Highlight-Reihe in meinem Regal, die ich wahnsinnig gerne gehört habe. Ich habe sie noch nie selbst gelesen. Ich habe sie nur einmal gehört und ich glaube, nächstes Jahr wäre auch ein Reread dran. Und ich fand die Geschichte rund um Mia Kovere, die auf diesen Rachefeldzug geht, die so eine Assassinin wird, die einfach ja so getrieben ist von anfänglich Hass und Rache und dann kommen aber so diese Attribute Freundschaft und das Richtige tun und so dazwischen. Und wir haben hier so eine Badass-Protagonistin, die aber trotzdem mir sehr ans Herz gewachsen ist, die ich einfach großartig gezeichnet fand und ich mochte hier wahnsinnig den Schreibstil von Jay Kristoff. Das war düster, es war brutal, es war derb, es war spicy, es war, ja, also alles so drin, es war ein wahnsinnig toller, trockener, schwarzer Humor. Und dann haben wir eben die Schattenkatze, ja, Mr. Freund, Herr Freundlich. Und hier muss ich sagen, ich glaube, dass aus dem Blickwinkel dieser Katze, die ja dann natürlich nochmal andere Wege gehen kann als Mia Kovere, die sie begleitet, dass da natürlich nochmal wahnsinnig viel Potenzial dahinter wäre, um zu sehen, wie haben sich Intrigen, wie haben die begonnen, wie sind die weiter verwoben gewesen, bis die überhaupt irgendwann mal Anklang zum Beispiel fanden oder man das als Mia Kovere gemerkt hat und dann einsteigen konnte. Wie hat sich das entwickelt? Wo kam sie her? Wo geht sie hin? Was hat sie beobachtet? Was hat sie vielleicht auch manchmal gar nicht erzählt? Was hat sie empfunden? Ich glaube, dass so eine Perspektive von einer Katze richtig cool sein könnte. Und ich glaube auch, dass tatsächlich Jay Kristoff es wunderbar schaffen könnte, ja, die Perspektive von einem Tier, von einer Katze einzufangen. Denn er hat ja in einer anderen Geschichte auch schon ja, dem Donnerdrachen, er hieß anderen Donnerlöwe, Donnertiger, einer wunderbaren Stimme gegeben. Und ich glaube, dass er das hier bei der Schattenkatze auch schaffen könnte. Weil hier ist natürlich schon der Reiz, dass die Schattenkatze, also Herr Freundlich, auch an Stellen kommt und mithören kann, ohne dass eben jemand vermutet, dass wir hier einen Spion hätten. Und das ja, fände ich tatsächlich super spannend. Also, dass wir nicht nur das Bekannte sozusagen nochmal erzählt bekommen, sondern eben tatsächlich so etwas ganz anderes. Und ja, das war tatsächlich so eins der ersten Bücher, die mir dazu eingefallen sind. Und das waren sie jetzt, die drei Bücher, die ich gerne aus einer anderen Perspektive nochmal lesen würde oder auch gelesen hätte.
Wobei ich glaube, dass die Perspektiven, so wie sie sind, schon gut gewählt sind, aber so als Zusatzgeschichte fände ich das tatsächlich ganz spannend. Ja, vielleicht habt ihr ja auch so ein Buch, wo ihr sagt, Mensch, mich würde hier auch eine andere Perspektive interessieren. Dann schreibt es sehr gerne, auch so ein bisschen mit einer Begründung hin, aber natürlich Vorsicht, Spoiler, dass wir uns hier nicht gegenseitig irgendwie spoilern. Dementsprechend da ein bisschen Achtung, aber sonst lasst uns super gerne in den Austausch gehen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Und jetzt danke ich natürlich Fabienne fürs Taggen auf den Elixiere-Tag, den ich auf jeden Fall noch im Hinterkopf behalten werde, aber ich hier einfach schon bei der ersten Frage mir einfach die Inspiration genommen habe, um hier dieses kleine Video draus zu machen. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.